Du würdest gern mit deinem Geschäftspartner essen gehen und weißt nicht, ob und wann du Bewirtungskosten ansetzen kannst? Dann bekommst du in diesem Video eine Antwort. Hallo, mein Name ist Melcher von Contest und du kennst es wahrscheinlich, du möchtest dich mit einem Geschäftspartner einmal austauschen. Geschäftsessen ist in einem schönen Restaurant am Abend ein bisschen schöner als in einem kalten Meetingsraum und du möchtest ihn selbstverständlich einladen, weil er möglicherweise dich beauftragen wird. Die große Frage ist, kann ich das in der Buchhaltung absetzen? Gute Antwort erstmal, ja, kannst du, und zwar zu 70%. Das heißt, 70% der Kosten für Bewirtung deiner Geschäftspartner kannst du in der Buchhaltung berücksichtigen und 30% werden als nicht abziehbare Bewirtungskosten nicht geltend gemacht. Das Finanzamt geht von der Logik davon aus, dass Essen gehen auch immer einen gewissen Privatanteil hat. Und ja, bevor das Finanzamt jetzt über jeden einzelnen Bewirtungsbeleg einzeln diskutieren möchte, haben sie gesagt, pauschal 70% absetzbar, 30% nicht absetzbar. Wichtig ist, das gilt nur für die Ausgabe. Wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist, kannst du diese Vorsteuer zu 100% abziehen und geltend machen. An die Kosten gilt dann die 70-30%-Regel. Aber du musst dich an ein paar Dinge halten, die du berücksichtigen musst. Und zwar musst du neben dem einfachen Kassenbon einen Bewirtungsbeleg ausfüllen. Die meisten von euch haben das schon gesehen. Wenn du so eine Rechnung im Restaurant bekommst, wenn du es umdrehst, dann sieht man manchmal schon so vorausgefüllte Felder, die man dann ausfüllen kann. Manchmal muss man extra danach fragen. In der Praxis kann ich dir aber auch sagen, du brauchst auch gar nichts vom Restaurant. Es reicht beispielsweise auch absolut, wenn du das separat machst. Du kannst beispielsweise den Beleg nehmen, den auf den DIN A4-Zettel heften und daneben einfach die Angaben dazu schreiben. Und diese Angaben, die sind verpflichtend aufzuführen, weil sonst wird das Finanzamt automatisch sagen, es ist nicht absetzbar. Wichtig ist der Ort der Bewirtung, der geht meistens schon aus dem Kassenbon hervor. Der Tag der Bewirtung steht meistens auch schon drauf. Was du aber auf jeden Fall aufnehmen musst, sind die Teilnehmer der Bewirtung. Das heißt, wer war bei dieser Besprechung dabei und da möglichst genau sein. Das heißt Vor- und Nachname, da reicht jetzt nicht, ich war mit Paul und Susi einmal essen, sondern da bitte Vor- und Nachname einmal alle bewirteten Personen aufführen. Wichtig ist auch, du solltest zusammen bezahlen. Das heißt, nur wenn jeder am Ende doch sein Essen selbst bezahlt, kannst du nicht deinen Anteil zu 70% absetzen, dann kannst du gar nichts absetzen. Deswegen ist es auch grundsätzlich gar nicht mal so schlecht, auch aus anderen Gründen nicht so schlecht, seinen Geschäftspartner einzuladen. Neben den bewirteten Personen ist es wichtig, dass du den Anlass der Bewirtung auf den Bewirtungsbeleg schreibst. Und der Anlass sollte nicht zu allgemein sein. Da reicht es nicht, wie wenn du drauf schreibst Infogespräch oder Vertriebsgespräch. Das ist zu ungenau und da wird in der Regel das Finanzamt sagen, das reicht nicht aus. Sondern werd da so konkret wie möglich, ohne natürlich jetzt zu sehr auch zu ausschweifend zu werden. Aber du kannst davon ausgehen, dass je höher die Kosten der Bewirtung sind, desto genauer möchte das Finanzamt wissen, worum es denn eigentlich ging und warum man denn so viel Geld für eine Bewirtung ausgegeben wird und ob das im Verhältnis eigentlich steht zu dem Auftrag, um den es geht oder um die Projekthöhe. Wichtig ist dann noch die Höhe der Bewirtung und zu der Höhe der Bewirtung gehört beispielsweise auch Trinkgeld. Du kannst auch das Trinkgeld geltend machen, das müsste dann jeweils ergänzt werden. Am besten wäre es übrigens, wenn gleich der Kellner oder das Restaurant das Trinkgeld gleich mit aufführt. Am Ende unterschreibst du diesen Bewirtungsbeleg einmal, idealerweise auch von den bewirteten Personen. Manchmal ergibt sich das nicht so, aber du solltest auf jeden Fall den Bewirtungsbeleg einmal unterschreiben. Das sind jetzt relativ viele Informationen. Wenn du das noch einmal für dich eine Vorlage benötigst oder eine Checkliste benötigst, findest du unter diesem Video eine Checkliste, die ich für dich erstellt habe, die du gerne in Zukunft benutzen kannst, wenn du deine Bewirtungsbelege ausfüllst. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dir geholfen. Wenn du sonst noch steuerliche Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du Interesse an den Leistungen der Contest Steuerberatung hast, findest du dazu alle Informationen unter diesem Video. Ansonsten kannst du dir aber auch gerne diese Videos hier und hier anschauen und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Ansieht und ja genau.